Ihr wisst, wer da ist. Knowing you here. Hallo, grüß euch. Ich bin gerade im Fest im Gestürme. Ich wollte mir ein bisschen Alas Asche holen. Von dem Mount, das es hier gibt, sprich ich. Und zwar ist das eigentlich ein ziemlich seltenes Mount für das Verhältnis. Zumindest sehe ich selten wen auf Garrosh. Dropshots ist geschmeidig, würde ich sagen. Ist fast wie bei jedem anderen Mount. Hier beim Boss haben anscheinend aber viele Probleme, deshalb dachte ich, ich mache auch mal ein Video dazu. Und zwar ist es hier so, dass wir zuerst diese vier Hüter hier von Kel'Thuzad besiegen werden. Diese werden uns nach der Reihe angreifen. Und danach werden diese noch einmal wieder auferstehen. Davor aber werden wir uns mit den Legendary-Waffen rumplagen müssen, die tragen. Also die Legendary-Waffen aus PC noch. Und hier sieht das Ganze so aus, dass diese vier Reiter, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise diese vier Hüter eben, Fähigkeiten casten können, die auch Level 100 betreffen. Und diese Fähigkeiten sind nicht tödlich, echt nicht. Es sind einfach nur Stuns, Crowd Controls etc. von 4 angefangen bis zu einem Debuff, der dich alle 4 Sekunden stunt. Ist alles nicht sehr schön, macht das Ganze zu einer richtigen Zeitaufgabe. Dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Ich löse das hier einfach, indem ich hier erstmal die ganzen Waffen kille. Und dann loote. So. Jetzt habe ich hier alle Legendaries drin, die es hier gibt. Und ich bin Cast, also ziehe ich mir den Stab hier an. Was macht der Stab? Der Stab ist im Prinzip meine Defense, also meine, wie soll ich sagen, mein Schutzwall auf gut Deutsch. Es umgibt mich 30, es umgibt mich halt mit einem Schutzfeld und es macht mich immun gegen alle diese Dinge, die diese vier jetzt dann gleich auf mich casten werden. Und dafür werde ich jetzt einen Stab dann benutzen. Und da ich sowieso Level 100 bin, werde ich die auch mit diesem Stab hier umkritten, so gut ich kann. Und dann sollte das Ganze hier in einer Minute vorbei sein. Natürlich, jetzt haben wir Zeit, jetzt müssen wir warten, bis er die jetzt einmal wieder respawnen lässt. Das kann bis zu einer Minute dauern. Und ja. Oh je. Und damit wir für alle Fälle sollten wir auch mal gestunt werden, etwas haben, das unsere vier Gegner töten kann, haben wir noch unser Pet. Für alle Fälle kann ich euch schon mal sagen, es ist auf jeden Fall um einiges einfacher, wenn du hier mit diesem Buff gegen die Debuffs antrittst. Alleine schon, weil das die beabsichtigte Bossmechanik ist. Und ja, wie gesagt, egal was ihr spielt, auch wenn ihr nur Level 90 seid oder was, auch wenn ihr Level 80 seid oder was, könnt ihr hier solo reingehen. Ist alles hier problemlos und runterfahren. Auch der Debuff hier, seht ihr, tickt einfach runter, ohne mich zu stunnen. Tja. Und das war's auch schon. Jetzt ist hier Kel'Thuzad noch. Ah, Kel'Theas, Verzeihung. Kel'Thuzad war Max Ramas. Falsche Ini. Und jetzt warten wir halt natürlich, bis er alles gesagt hat, was er sagen will. Die letzten Worte lassen wir ihm natürlich. Und dann schauen wir mal, was er droppt. Und wieder nichts. Ja, schade. Ja, aber ich hoffe, der Guide konnte euch helfen. Und wenn euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten wie immer, ich wünsche euch was. Man sieht sich.